Vermutlich eines der wichtigsten Videos für Menschen, die daran interessiert sind, als Quereinsteiger von zu Hause aus ein Online-Business zu starten. Ja, weil heute geht es um das Thema Produktfindung, Schrägstrich Produktprüfung. Mhm. Ja, weil am Ende ist es so, dass viele auf der Suche nach Freiheit und weil die keinen Bock mehr auf ihren Job haben, kommen die auf Coaches zu. Wir sind nicht die einzigen Coaches, das muss man ganz offen sagen. Aber nachher liegt eine unglaublich große Verantwortung bei dem einzelnen Coaches, weil wir haben den Traum unserer Teilnehmer in der Hand. Ja? Und in diesem Video geht es darum, wer wie mit welcher Verantwortung umgeht und was für eine Relevanz eigentlich dein Coach in deinem Leben hat. Ja, weil Butrus, ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, aber du spielst, ich führe immer auch Nachgespräche mit Menschen. Für viele, viele Menschen spielst du eine unglaublich große Rolle in deren Leben. Ja? Gerade wenn wir uns die Menschen anschauen, die, weiß ich, ich hatte zuletzt ein kurzes Storytelling. Ich hatte jetzt vor kurzem einen Teilnehmer, der fährt fast 2 Stunden zur Arbeit hin und zurück. Ja, 2 Kleinkinder und der hat halt eben diesen Konflikt, ich stehe morgens auf, ich gehe aus dem Haus, bevor die Kinder wach sind, ich komme nach Hause, die liegen im Bett, am Wochenende habe ich ein bisschen was von denen. Der ist jetzt nicht einer, der reisen geht, sich eine schöne Uhr gekauft hat oder einen schönen Benz oder sonstiges. Mhm. Der hat gesagt, mein Leben hat sich um 180 Grad gewendet, einfach nur, weil ich von zu Hause aus arbeiten kann, meinen Laptop aufschlagen kann, ohne Luxussachen und sonstiges. So, also nee, nur um einmal klar zu machen, für ihn ist es in eine positive Richtung gegangen. Mhm. Aber wir sprechen heute darüber, leider ist es heutzutage so, dass es nicht für jeden in eine positive Richtung gehen kann. Und so wie jetzt bei ihm, dass deine Vorerfahrung ausschlaggebend für seine positive Erfahrung war, geht es bei vielen anderen in eine andere Richtung. Und auch da ist meist meiner Meinung nach der Coach für verantwortlich. Also, warum du das Video bis zum Ende anschauen solltest, ist ganz einfach. So, viele starten einfach mit diesem Traum, ich möchte mich selbstständig machen, ich möchte jetzt mehr Geld verdienen, ich möchte die finanzielle Freiheit erreichen. Und die Produktauswahl ist ja die Basis, das ist ja dein Fundament. Und wenn du das hier falsch machst, führt das dazu, dass du dich auch sogar in die Ruine treibst. Warum ist das so? Du musst dir Folgendes vorstellen. Das heißt, ich habe ja das richtige Produkt ausgewählt, so. Denkst du wahrscheinlich. Bei uns ist das so, dass die ersten Produktvorschläge, die einfach zu mir oder Kilian kommen, einmal mal betrachtet werden. Da sagen wir dir, okay, schöne Produkte, aber wir haben keine Chance. Zum Beispiel die PPC-Kosten sind so hoch, diese Werbeausgaben. So viele Wettbewerber, also nicht so viel Suchvolumen. Oder diese Produkte können abgemahnt werden. So, das sind Sachen, wo wir selbst das, obwohl wir ja Mentoring seit Jahren machen, nicht geschafft haben, einem anderen Coach bei uns beizubringen. Das heißt, Kilian und ich behandeln diese Produktprüfung persönlich, damit hier keine Fehler entstehen. Denn warum ist das so wichtig? Stell dir mal vor, du hast ein Produkt A oder ein Produkt B gewählt. Du musst sowieso die Fotos machen lassen. Du musst eine Kommunikation mit deinem Lieferanten. Du musst auf die Suche erstmal gehen zu einem Lieferanten. Muster bestellen. Das Produkt fotografieren lassen. Positionierung ausarbeiten. Texte schreiben. Ganz Werbung kurz, schalten. Hier jetzt ein Appell. Das ist ganz wichtig, dass du das erwähnst. Genau. Warum? Weil ich habe manchmal die Leute, die sagen, ja, ich teste vielleicht erstmal ein Produkt. Ich sage, ey, dein Test ist nicht aussagekräftig. Weil was willst du? Willst du bei den Bildern dann noch testen, weil du dir irgendwie deinen Hochzeits-Hobby-Fotograf machen lässt? Willst du dein, weißt du, die Leute kommen dann und sagen, ja gut, ich bestelle was bei Alibaba und teste das mal kurz eben. Ja. Und dann machen die jedem Bereich machen die halbherzig, dann performt das Produkt nicht, ja, bringt nicht die Verkäufe, sondern der Test hat nicht funktioniert. Ja, und dann sagen sie, Amazon FBA hat ja generell ganz nicht genau funktioniert. Ja? Ganz genau. So, und das ist ja so wichtig zu verstehen, dass du heute gar nicht wirklich einfach mit Leichtigkeit die Produkte nur reinwirfst auf Amazon. Du musst schon mit Perfektion starten. Das heißt, die Bilder müssen Emotionen rüberbringen. Du musst den Kunden erklären, wie das Produkt ihr Leben leichter macht. Ja, und wenn du ja nicht bereit bist, in dieses Produkt zu investieren, dann kann ich dir ja offen sagen, schmeiß das Geld lieber nicht aus dem Fenster, spende das. Das ist dann besser aufgehoben. Oder kauf dir Bücher, irgendwas für deine Fortbildung, aber kauf keine Produkte, bevor du die ja prüfen lässt. Das Schlimmste ist das, was ich ja immer wieder höre. Letztens kommt einer, hat 15.000 Euro in Duschköpfen da investiert. So, und wir haben dem deutlich gesagt, also dieses Produkt, dieses Investment ist ja komplett verloren. Wir haben es auch am Ende geschafft, sogar mit 500 Euro Marge reinzubekommen. Also ein Kapital zurück, noch 500 Euro drauf. Aber ich kann dir sagen, das Produkt hätten wir so nicht gewählt. Warum ist das so? Auf Amazon sind Duschköpfe
vorhanden, das sind 32.000 Rezensionen oder mehr. So, und wenn du in solche Nischen reingehst, wo große Fische unterwegs sind, da wirst du nur Geld verbrennen. Und das checken halt viele nicht. Viele denken, ja, wo ein Produkt ist, also eines der größten Fehler, jeder braucht das Produkt. Und deswegen gehen die rein. So, und das ist schon gefährlich, wie mit Leichtigkeit diese Feedback-Schleifen einfach von den Coaches da, die auf dem Markt existieren, dann kommen und sagen, hey, das Produkt ist gut. Das Produkt ist doch gar nicht gut. Erzähl vielleicht mal vielleicht als Praxisbeispiel, ja, wenn ich jetzt einen direkten Vergleich sehe. Ich habe dann teilweise Teilnehmer, die auf uns zukommen, ja, die sagen dann, hey, ich bin gerade in einem anderen Mentoring, das hat da nicht geklappt. Ich sage, okay, woran liegt es? Ja, ich versuche natürlich auch immer herauszufinden, wo steht ihr aktuell. Und bei den meisten Mentorings ist es so, ich stelle denen einen Produktvorschlag vor und die sagen, ja, let's go. Ja, so kannst du dir das vorstellen, das ist so fertig. Bei uns geht das schon ganz anders los, ja, um mal den Vergleich zu sehen. Wir sagen, du musst uns 5 Produkte vorstellen. Und jetzt wichtig, es gibt nicht einfach nur, das ist schlecht oder das ist gut, sondern wichtig ist immer, dass es konstruktives Feedback gibt. Ja, das ist schlecht, weil A, B, C, achte bitte zukünftig mehr auf X, Y, Z. Auch bei uns ist es so, das können viele Teilnehmer bestätigen, dass die ersten Ideen, die uns vorgeschlagen werden, die werden abgeschmettert. Ist so. Ja, die werden abgeschmettert. Warum werden die abgeschmettert? Bei manchen bleiben die doch. Ja. Gibt es auch immer Ausnahmen. Ne? Gibt es immer, aber wichtig ist, für uns ist die Verantwortung bewusst, weil ich habe dir jetzt von dem Mann erzählt, der wirklich nur aufgrund dessen, dass er zu Hause ist, sein Leben sich 180 Grad gewendet hat. Das ist eine positive Geschichte. Aber es gibt leider gibt es auch negative Geschichten. Es gibt auch die alleinerziehende Mutter, die letzten 2 Jahre gespart hat, um diesen Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen mit einem vermeintlichen Coach. Der tut ihr irgendein Produkt absegnen, irgendein 0815 Alibaba-Produkt, tut ihr das absegnen, die ist da verinvestiert, packt viel Geld dann in die Ware rein, am Ende geht die Ware nicht weg. Am Ende fressen die Werbekosten deine Marge auf. Am Ende kommt eines anderes, dann muss ich noch den Steuerberater bezahlen, hier und da. Das ist auch mental, geht das auch auf einen. Das geht nicht nur auf den Geldbeutel. Ja, ich habe Leute, die kommen in den Call, die heulen. So schlimm ist das. Dann sagen die jetzt, bitte helft mir und wir nehmen die Leute dann auch auf, machen das Beste daraus. Wir haben Gott sei Dank gute Kontakte, wo wir rechts, links Ware, neue Marktplätze, du durch dein Netzwerk. Aber dann geht es meistens darauf hinaus, dass wir eine neue Produktsuche machen. Ja? Genau. Ein wichtiger Tipp auch für die Produktauswahl für dich. Also wir machen das meistens sogar mit unseren Klienten, dass wir denen ihr Herstellernetzwerk in Europa vorstellen, dass sie auch in Europa erstmal so sind, dass sie gar nicht mal nach China gehen. Warum ist das wichtig? Du musst dir vorstellen, mit dem ersten Produkt, wenn du das Produkt ausgewählt hast, du willst ja auch schnelle Ergebnisse haben. Erstens ist das für dein Umfeld, dass sie sehen, okay, das Produkt ist ja schnell da. Stell dir mal vor, wir haben zum Beispiel einen Lieferanten jetzt aus Osteuropa, das Produkt war ausverkauft, wir haben nachbestellt, in 7 Tagen waren es 6 Paletten da, das geht schnell. Wie willst du das mit Asien machen? Du musst bestellen jetzt 40, 50 Tage, die Containerpreise heute, nach der aktuellen Situation im Nahen Osten, wir sind jetzt bei 12.000 Dollar. Ja? Wir waren bei 2.000, jetzt sind wir wieder bei 12.000, wohin die Reise geht. Und du musst das Ganze vorstrecken. Ja? Das heißt, du musst im Voraus bezahlen, dann die Ware bekommen. Wir haben das sogar mit den Lieferanten, mit denen wir arbeiten in Europa, dass wir sogar irgendwann nach der dritten Bestellung auf Rechnung arbeiten können. Das heißt, ich bekomme die Ware, kann ich sie verkaufen, kann ich ja später bezahlen. Das sind andere Skalierungselemente, die du hier angehen kannst mit dem Thema Europa. Und vor allem auch schnellere Ergebnisse, weil wir können ja dir viel erzählen. So, wenn du aber nicht auf deinen Händen siehst, dass du auch diese Umsätze machst, dann wirst du einfach selbst zweifeln. Hey, kann ich das? Kann ich das so wie die anderen? Deswegen ist das ganz wichtig auch für dein Umfeld, dass du schnellstmöglich Ergebnisse machst. Deswegen such dir Produkte aus, die du auch in Europa sourcen kannst. Es gibt jede Menge Hersteller, die das machen. Lass dir bitte unbedingt dein Produkt immer absegnen. Und das ist mein Appell, meine Bitte an die Coaches da draußen. Nimm das bitte ernst, es soll jetzt keine Kritik sein. Ich mag einfach nicht jetzt über andere schlecht erzählen. Also ich bin nicht so der Typ, der andere schlecht macht. Also wie gesagt, seid euch bewusst, ihr habt ja wirklich eine große Verantwortung hier in dem Bereich zu übernehmen. Achtet halt drauf und lasst bitte nicht irgendeinen Mitarbeiter das machen, der jetzt gerade quer bei euch eingestiegen ist und noch nie auf
Amazon etwas verkauft hat. Ja, das hörst du ja immer wieder. Ja, das heißt, nicht mal ein Coach macht das, sondern irgendein, stell dir mal vor, unsere Assistentin würde jetzt Produkte da auswählen. So machen die das ja. Ja, so ist das leider bei anderen. Weil dann gibt es dann irgendeinen Kopf, der macht schöne YouTube-Videos und holt die ganzen Leute rein. Ja, und dann haben die so viele Leute und dann holen sie sich neue Mitarbeiter rein. Und diese Mitarbeiter sollen auf einmal der Experte für mein Produkt sein, wo meine Ersparnisse und wo mein Lebenstraum ranhängt. Ist dann an irgendeinen Typ, der vielleicht noch vor 2 Monaten im Kino irgendwelche Tickets abgerissen hat oder bei einer Tankstelle arbeitet. Hm. Ja, das sind dann die Leute, die jetzt heute meine Experten sind. Und ich sehe das anders als du. Du sagst, das ist keine Kritik an andere Coaches. Ich spreche jetzt auch nicht von allen. Das ist einfach Verbesserungsvorschlag. Ich spreche jetzt vielleicht nicht von allen. Ja. Ja, aber ich führe die Gespräche mit diesen Menschen, die danach bei mir am Tisch sitzen. Ja, deswegen bin ich auch ein bisschen geladen. Deswegen, ich kritisiere wirklich ganz klar und direkt viele, viele mutmaßliche Coaches in unserer Branche. Vielleicht sind nicht alle so, ich kann nicht bei jedem reinschauen, ich möchte nicht jeden, aber leider bei sehr vielen. Und erschreckend ist auch, es ist bei diesen mutmaßlich Großen, bei diesen, wo man von der Außenwahrnehmung her denkt, das ist was ganz Besonderes und das scheint ja seriös zu sein, dass der Schein trügt leider in der Praxis in vielen Fällen. Okay, ich möchte euch noch am Ende her vom Video 2 Tipps geben. Achtet drauf einfach beim Coaching, was ihr auswählt. Also es ist wichtig, dass ihr Coaching bucht. Meine ist es nicht nur, weil ich jetzt hier euch irgendwas jetzt andrehen möchte. Ich habe ja da ohne ausprobiert und kann ich euch sagen, ich habe sehr viel Geld verbraten. Viel Geld verbrannt. Heute ohne Coach zu starten ist ja fast unmöglich. Ihr werdet zu viel auf die Schnauze fallen und zu viel Zeit verlieren. Und die Zeit spart ihr einfach durch ein Coaching. Aber achte darauf, falls du einen Coach aussuchst, ob du diese Produktprüfung hast, achte darauf, dass du eine Unterstützung vom Team einzeln bekommst. Ja, das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel bei uns eine Gruppe und da kommst du nur rein mit unseren Coaches, weil diese Produkte willst du ja gar nicht den anderen vorzeigen, erstmal, bevor die Idee live geht. Stell dir mal vor, du präsentierst dein Produkt vor einer Gruppe von 800 oder 1000 Leuten. Natürlich wird einer oder der andere das kopieren. Bei uns ist das auch so, dass wir einfach Schutz bieten, dass wir sagen, genau dieses Produkt in dieser Aufmachung, so wie das aussieht, das machst du ja nur alleine. So, da achte einfach darauf, dass du auch Einzelsupport bekommst, weil es bringt ja nicht nur einen Kurs zu kaufen, und dann geht das auf das Eingemachte, kannst du keine Frage stellen, gehst du in überfüllte Calls und kannst einfach die Fragen nicht stellen und kannst du die auch nicht privat stellen. Das, ja, achte einfach nur auf diese Punkte. Ansonsten danke, falls du das Video bis jetzt angeschaut hast, falls du einen Kollegen kennst, der das Video unbedingt anschauen sollte, einfach unbedingt weiterleiten. Solltest du Hilfe in diesem Bereich benötigen, Chris steht dir gerne zur Verfügung. Das heißt, wir vereinbaren gerne, du kannst unter dem Video ein Beratungsgespräch buchen, dann kannst du einfach zu Chris oder zu uns einfach weitergeleitet werden, indem du einfach ein Beratungsgespräch buchst. Übrigens, es ist unverbindlich, wir machen das aber nur einmal. Einmal. Ja. So, das heißt, du kannst einfach schauen, okay, was passiert in so einem Beratungsgespräch? Denn diese Gespräche sind sehr, sehr individuell, deswegen nehmen wir uns auch besonders viel Zeit und deswegen finden die auch nur einmal statt. Ja, also ich nehme mir wirklich die Zeit, ich höre mir an, wo die Person aktuell steht. Am Anfang geht es auch wirklich nur um die aktuelle Situation des Einzelnen. Und auf Basis deren Informationen wird es dann sehr, sehr individuell. Ja, aber es geht konkret darum, inwiefern wir gemeinsam diesen Schritt gehen können. Auch je nachdem, welches Ziel es ist. Bei den meisten habe ich das Ziel, dass die mühsame Selbstständigkeit an den Nagel hängen, ihren Job kündigen. Im Prinzip geht es dann mehr Zeit mit der Familie oder viele reisen gerne, ja. Inwiefern das realistisch erreichbar ist. Ja? Und da schauen wir uns das Ganze einmal aus der Vogelperspektive an und kommen auch meistens zum Ergebnis. Bei manchen kommen wir auch auf das Ergebnis, hey, aktuell ist es nichts für dich. Mhm. Aber du hast dieses Gespräch, damit du ja auch 100% Klarheit hast, um zu wissen, kommt es gerade für dich in Frage oder auch nicht. So, vielen lieben Dank. Bis dann. Danke, Chris.